Meine Highlights auf der Cars und Bikes. Tolle Atmosphäre. Das Networking. Freundliche und bekannte Gesichter zu treffen. Eine super coole Location. Das ist einfach immer ein Riesenspaß. Ganz viele Fachexperten und Expertinnen. Ich glaube, der Austausch einfach untereinander ist total cool hier. Also als ich hier vorhin angekommen bin, war es sofort Hallo und ach und Mensch und wie geht's dir und so. Und das macht natürlich riesig Spaß. Für mich ist es hier ein riesengroßes Klassentreffen. Da kommen immer die besten Gespräche zustande, weil es eben nicht erzwungen ist. Ich komme hier keine 5 Meter weiter, ohne dass ich nicht irgendjemanden treffe, mit dem ich ein wirklich sehr spannendes Gespräch führe. Das ist natürlich wieder so ein Querschnitt durch unsere Branche. Meine Highlights auf der Cars & Bikes, mit Händlern zu sprechen, die ihre Strategien beim Thema Elektro-Gebrauchtwagen erzählen. Weil jeder in der Autobranche immer noch auf der Suche ist, wie man am besten diese Fahrzeuge vermarkten kann. Die Podiumsdiskussionen, die regen natürlich immer dazu an, darüber nachzudenken, was ich tue. Und es ist toll, dass jeder auch so ein bisschen seine Expertise mit reinbringt. Und das ist natürlich auch für mich selber immer ein riesengroßer Lerneffekt. Ich finde es richtig, richtig geil, dass neue Hersteller einfach mal diese etablierte Situation aufreißen, dass sich auf einmal unsere Händler doch damit auseinandersetzen, neue Modelle, neue Marken mit aufzunehmen, um sich zu verbreitern. Und das gefällt mir persönlich richtig gut, weil es sich wie Aufbruch anfühlt. Und ich denke, man kann einen Wandel, wenn er entsteht, auch positiv und aktiv mitbegleiten. Der wichtigste Trend aus der Automobilbranche, also am Ende ist es Elektromobilität. Die Hochlaufkurve wird kommen, auch wenn sie jetzt in Deutschland gerade aktuell sich sicherlich etwas nach hinten verschoben hat durch den Wegfall der Förderung. Die größten Learnings von der Cars & Bikes sind für mich, dass wir Wandel schreiben müssen und dass die KI doch weiter ist, als wir denken, auch für uns in der Branche, und dass wir uns da noch näher darauf einlassen können und sollten. Nachhaltige Mobilität liegt mir total am Herzen. Deshalb haben wir ja auch dieses Jahr den mobile.de-Stream komplett unter das Motto Greener Mobility gestellt. Wir können eben durch unsere Reichweite wirklich viel erreichen, indem wir aufklären, Transparenz schaffen, Offenheit schaffen. Mein persönliches Highlight war die Verleihung unseres ersten Preises von mobile.de, der goldenen Batterie. Wir haben ganz, ganz tolle Preisträger, die richtig viel getan haben für die Elektromobilität. Gute Sache, finde ich.